Bis 1929 beschaffte die Deutsche Reichsbahngesellschaft 38 Lokomotiven der Baureihe E17 für den mittelschweren Schnellzugdienst. Für das süddeutsche Netz wurden dem Bahnbetriebswerk München Hauptbahnhof 18 Maschinen zugeteilt. Weitere 12 Lokomotiven wurden für den Einsatz im mitteldeutschen Netz eingeplant, die übrigen 8 Exemplare kamen nach Schlesien. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges verblieben 2 Lokomotiven im Bestand der Deutschen Reichsbahn, welche 1968 ausgemustert und verschrottet wurden. In den Bestand der DB gingen 26 Maschinen, die zwischen 1960 und 1961 teilweise einer Modernisierung unterzogen und 1968 zur Baureihe 117 umgezeichnet wurden. Die letzte Lokomotive der Baureihe wurde 1980 im Bahnbetriebswerk Augsburg ausgemustert. Mit der Neukonstruktion der Baureihe E17 setzt Pico konsequent die erfolgreiche Serie der bekannten Altbau-Elektrolokomotiven fort. Das Modell gibt die markanten Formen des Vorbildes maßstabsgerecht wieder. Auch im Detail weiß die Lok von sich zu überzeugen. Filigrane Handstangen und Dachleitungen, feine Lüftergitter sowie freistehend angebrachte Sandkästen und Blattfedern zeugen von höchster Modellbaukunst. Zur perfekten Wiedergabe des Betriebszustandes in Epoche 4 wurden alle im Zuge der Modernisierung entstandenen Änderungen am Vorbild auch beim Modell berücksichtigt. Neben zweigeteilten Frontfenstern betrafen die Umbauten auch den Dachleitungsverlauf samt Hauptschalter sowie die Neugestaltung der Vorbauten mit integrierten Lampen. Die beiliegenden Zurüstteile ermöglichen eine vorbildgerechte Ausführung der Lokomotive im Bereich der Vorlaufachsen. Auf der Anlage zeigt sich, dass das formschöne Modell auch technisch am Puls der Zeit ist. Der kräftige, auf alle 4 Antriebsachsen wirkende Motor gewährleistet hohe Zugkräfte und eine seidenweiche Fahrt durch die Miniaturlandschaft. Der serienmäßige Lichtwechsel ist in zeitgemäßer LED-Technik ausgeführt. Das gleiche gilt für die Beleuchtungen in Führerstand und Maschinenraum, welche die detaillierte Einrichtung im Inneren der Lok optimal zur Geltung bringen. Die Wechselstrom- und Soundversionen sind ab Werk mit einem passenden Pico Smart Decoder zur Steuerung der digitalen Funktionen ausgestattet. Die Soundmodelle verfügen zusätzlich über Pico Train Sound. Dank der Plax 22 Schnittstelle kann auch die Analogversion im Handumdrehen für den digitalen Betrieb nachgerüstet werden. Gleis 1 steht der Schnellzug nach München. Alles einsteigen bitte. Die 117-110-7 verbindet den archaischen Eindruck der Vorkriegslokomotiven mit typischen Bundesbahnkomponenten und wird so zu einem absoluten Blickfang auf der Modellbahnanlage.